Moin Leute und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Bevor wir anfangen, ich habe da gerade einen ganz wichtigen Termin, habe ein ganz wichtiges Handygespräch. Sekunde. So, mal kurz abnehmen. Ist wichtig, tut mir leid. Ich bin im Rotlichtsektor. Habt ihr einen Plan, um das Hauptlabor ausfindig zu machen? Wenn die Superwachenanlage einen eigenen Reaktor hat, dann ist sie immun gegen Fluktuationen im Energienetz. Meine Leute beobachten die Energiedaten des Sektors. Ihr müsst nur für ein paar Fluktuationen sorgen. Es sollte genügen, wenn ihr die richtigen Energieleitungen mit dem Lichtschwert überladet. Natürlich wieder kaputt machen. Das ist natürlich eine unserer leichtesten Übungen. Lichtschwert irgendwo reinschieben, das kann ich heutzutage schon ganz gut. Wenn ihr versteht. Ich löse eine Menge Probleme mit meiner Waffe. Ich wünsche mir auch oft eins. Jedes Mal, wenn wieder ein Haufen Datenpads auf meinem Schreibtisch landet. Übertrage die Koordinaten der Hauptenergieleitungen. Überladet sie alle und wir finden die Position des superwachen Hauptlabors. Und seid auf der Hut. Der Rotlichtsektor wirkt zivilisiert, aber er ist es nicht. Rikan, Ende. Okay, vielen Dank für die ganzen Infos, mein Freund. Jetzt kommen wir natürlich direkt wieder ins nächste Gebiet rein. Und zwar im Rotlichtsektor. Wow, wow, wow. Apropos Lichtschwert irgendwo reinschieben, ne? Okay, ich bin schon ruhig. Keine anstößigen Witze mehr. Hier ist alles Kinder- und kinderfreundlich Familienunterhaltung. Wo müssen wir denn genau hin? Hier rein? Was macht der Typ da? Kann ich Ihnen helfen? Vielleicht hat er gerade einen Burnout. Ist ja ein Techniker. Der hat bestimmt ziemlich viel zu tun hier im Rotlichtsektor. Vielleicht muss er einfach mal erst ein bisschen runterkommen. Kann ja passieren. Vielleicht sollten wir ihn zum Psychiater schicken. Aber dafür haben wir leider gerade keine Zeit. Tut mir leid, mein Freund. Du musst doch ein wenig warten auf mich. Wo müssen wir denn hin? Beschädige Leitung. Hä? Ist die hier? Habe ich die übersehen? Ach, hier. Aha. Ein kleines blaues Schaltkästchen. Okay, kaputt gemacht. Jetzt hat der Techniker wieder was zu tun. Da muss er auch nicht die ganze Zeit stumpfsinnig gegen die Wand gucken. So. Da müssen wir... Okay, wir haben ein bisschen was hier zu tun. Also sollte keine Langeweile aufkommen. Müssen natürlich ein bisschen Auto fahren, aber das stört mich überhaupt nicht. Ich fahre gerne Auto. Da ist schon der Nächste, der was von uns will. Das hätte mich auch stark gewundert, wenn das nicht so gewesen wäre. Chief Ragakaka. Dobeida Naktachuna. Mokili Maklunki. Niat Ambomba Boschuda. Verlass nicht den Terroristenbereich. Also, Touristenbereich, sag mal, willst du mich verarschen? Ich bin Jedi. Ich bin dir wahrscheinlich um 5 Ringe höher gestellt. Du musst mir hier nicht sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, mein Freund, ja? Ich bin sicher, dass diese Bedenken unnötig sind. Neombe Botmalia Bedwana Nibobo. Che Chopa Guma. Fapa. Okay. Lass sie einfach auskämpfen. Ah, ich weiß nicht, das ist immer ein bisschen gefährlich, das einfach unter sich auskämpfen zu lassen, denn am Ende wird dann immer eine Fraktion dastehen, die militärische Obermacht besitzt. Und wenn die dann auf die Idee kommt, so andere Fraktionen anzugreifen, das ist immer eine ganz gefährliche Sache. Ganz gefährlich. Politisch sehr inkorrekt, würde ich behaupten. Manche Leute sind nutzloser als nutzlos. Inachu, Kasakoya Maya, Kiko Obokili. Okay, betretenes Schweigen. Okay, vielen Dank, mein Freund. Vielen lieben Dank für diese Aufgabe. Wir haben dann auf jeden Fall wieder was zu tun. Wir müssen Geschütze aktivieren. Okay, die müssten ja hier eigentlich irgendwo rumstehen. Na, da drüben. Okay, perfekt. Zufälligerweise genau da, wo wir sowieso schon hin müssen. Das ist ja einfach wunderprächtig. Wäre auch viel zu schön, wenn das mal anders wäre. Malahan? Ich wollte mal auf die Balearen, doch dann kam der Malahan. Und dann kam auch noch Tarzan und Jane. Und naja, egal. Ihr kennt die Namen eurer Meister. Glitzer, Stim und Lachstaub, Magneta und Whiff. Auch ich kenne sie. Auch ich bin diesen Weg gegangen. Trotzdem stehe ich hier und bin frei. Ich war 21 Jahre lang rillsüchtig, aber als meine Quelle versiegte, bin ich davon losgekommen. Deshalb muss jemand dem Handel ein Ende machen. Für die Leute hier. Das erschreckende Gesicht von Rill Meth. Wer kennt es nicht? Ist das nicht etwas arg offenherzig? Schweigen bringt einen nicht weiter.
Wenn ihr diese Stadt aufräumen wollt, müsst ihr das Drogennetzwerk zerstören. Und das ist nicht weit von hier. Hier gibt es überall Rill-Labore, die Tausende von Süchtigen versorgen. Wenn ihr sie ausschaltet, müssen die Süchtigen einfach aufhören, weil sie nichts mehr kriegen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also an sich ist es natürlich gar nicht so blöd, alle Leute auf einen kalten Entzug zu setzen, aber ich glaube, 90% der Menschen kommen nicht auf einen kalten Entzug klar. Das ist relativ wahrscheinlich sogar. Ich meine, du bist natürlich mit Malahan, du bist ja ein richtig krasser Dude. Du hast die Balls of Steel, möchte ich schon sagen, dass du das hier im kalten Entzug durchgezogen hast. Vor allem, da du 25 Jahre lang abhängig warst. Aber du kannst es nicht so übertragen auf andere Leute. Also ich glaube, wie gesagt, 90% der Leute würden das nicht hinkriegen, den kalten Entzug durchzuhalten, würden dann im Zweifel irgendwie suizidal werden oder würden sich irgendeine andere Droge suchen. An sich musst du den Leuten halt einfach eine Alternative bieten und wenn du denen einfach die Quelle abschneidest, dann suchen sie sich halt irgendwas anderes oder suchen eben irgendwas, wo sie eben gar keine Drogen mehr brauchen, eben den Freitod. So, sehr politische Ansage hier gerade von mir. So. Ich war schon immer gegen den Handel mit Spice. Ich bin dabei. Jawohl, dann fangen wir mal an. Also, ich zeige euch, wo die Rill-Labore sind. Sie sind die Herzen der Operation oder die Lungen oder sonst was, wo man nur wenig von hat. Schaltet sie aus und den Dealern geht der Stoff aus. Dann wird alles ganz einfach. Na gut, mein lieber Rill-Kranker. Dann will ich mal deine Rille ausschalten. Na gut. Jetzt gehen wir mal schnell zum Club Euphoria. Euphoria! Ging das nicht irgendwie so? Ich glaube schon. War das nicht so eins von diesen ganz vielen geklauten Popliedern, also ungefähr 90% von den Liedern, die im Radio laufen heutzutage? Ich meine ja nur. Ich meine, das wäre so gewesen. Oh, guck mal, hier steppt ja richtig der Bär. Alter, guck mal, selbst die Barkeeper haben Pause. Was ist denn hier los? Na gut, das ist mitten am Tag, aber trotzdem. Es lungern ja eigentlich immer so ein paar Menschen rum. Oh, der Rauschmeißer. Das ist ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Ich meine, der hat nur seine bloßen Fäuste und wir hauen ihm hier die Lichtschwerter um die Ohren. Ich würde sagen, ist nicht so ganz fair, oder? Ah, gut. Es sind ja nur 3 Stück, das ist ja nicht so schlimm. Da kann man das mal machen. Ich meine, ich bin ja Jedi. Ich habe hier die absolute Wahrheit vertrete ich hier. 42 vertrete ich. Dementsprechend schmeißt euch selbst raus, Rausschmeißer. So, und dich nehmen wir auch nochmal mit. Zack. Ciao. Oh, das hat nicht gereicht. Ah, du bist aber ein richtig taffer Bursche, mein Freund. Vor allem immer dieser Kinnhaken, den er macht, der paralysiert mich immer. Ist echt gemein. Gemeiner Typ ist das. Und schöne Handgelenkstutzen. Ja, perfekt. Wenn überall was Grünes steht, dann weißt du, dass du richtig stehst. Ich weiß auch nicht. Oh, der Besitzer. Der Besitzer. Wieso soll ich eigentlich den Besitzer umbringen? Ich weiß es gar nicht mehr. Der ist bestimmt böse. Ganz bestimmt. Von die Sicherheitswachen sind einfach schlechter als die Rausschmeißer. Was ist das denn? Leute, die für die Sicherheit zuständig sind, sind schwacher auf der Brust bestellt als die Leute rauswerfen. Ich meine ja nur. So. Jetzt haben wir zumindest das gesamte Club Euphoria ordentlich aufgemischt. Jetzt müsste ja eigentlich gar keiner mehr irgendwann mal Gast werden. Und guck mal, wie viele Leute liegen hier? Okay, hier lagen wohl mal ein paar Leute, aber hier. Okay, der liegt wohl auch schon ein bisschen länger hier. Aber gut, ihr wisst, was ich meine. Hier liegen relativ viele Leute, die wir retten können. Aber wir nehmen natürlich den einen einzigen, der hier hinten in der Zelle sitzt. Natürlich. Ist mal wieder vollkommene Willkür, ja? Beamtenwillkür, möchte ich sagen. Ich danke euch. Ich bin Lieutenant Rail vom Kreuzer Korosani Flame. Ich war noch nie in meinem Leben so froh, einen Jedi zu sehen. Verdammt, ich kann kaum was sehen. Sie haben mich vollgepumpt mit irgendwas. Mein Gesicht fühlt sich ganz taub an. Ja, der Typ ist 70, 80 Jahre alt, aber dadurch, dass er so viel Rill und Spice und sowas reingeschüttet bekommen hat und Kampfimplantate alles, sieht er jetzt aus wie so ein kleiner, frisch geborener Bub. Das klingt wie ein selbstverschuldetes Problem. Das haben wir bestimmt nicht gewollt. Wir wollten nur etwas Spaß haben. Diese niedlichen kleinen Tänzerinnen haben mich und meine Kameraden hierher gebracht, um etwas Dampf abzulassen. Auf einmal waren die Tänzerinnen verschwunden. Wachen haben uns halb tot geschlagen. Sie haben uns wie Tiere in Käfige gesperrt. Tja, das, also ganz ehrlich, ich will nichts sagen. Ich würde wahrscheinlich auch drauf reinfallen. Aber trotzdem, wenn man so ins Hinterzimmer geschoben wird, dann sollte man zumindest auf so einem Planet wie Nar Shaddaa, beziehungsweise auf so einem Mond wie Nar Shaddaa, sollte man dann schon ein wenig stutzig werden, möchte ich mal behaupten. Diese Ignoranz erstaunt mich. Ich bin von Dantooine. Zu Hause haben wir solche Orte nicht.
Sie haben uns einen nach dem anderen in Müllbehältern rausgeschmuggelt. Niemand ist zurückgekommen. Nur ein Fähnrich. Er war verändert. Hat mich nicht mal erkannt. Wo auch immer sie ihn hingebracht haben, etwas Schreckliches ist dort geschehen. Mhm, natürlich. Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, kann man von dem ja nicht viel abnehmen. Ich meine, der ist vollgepumpt mit Drogen und allem, hat er selbst gesagt. Also eigentlich kann man dem nicht so wirklich was abnehmen. Trotzdem, du redest einfach wirres Zeug, mein Freund. Mir scheint, dass wir unsere Zeit verschwenden. Nein, ihr müsst mir glauben. Mit dem Fähnrich war etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Ich habe gehört, dass die Wachen die Quarantänezone erwähnt haben. Ich glaube, dort haben sie die anderen hingebracht. Bitte, ihr müsst sie retten. Ach, hau einfach ab, ich mach das schon, mein Lieber. Ich will jetzt allein sein. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Ich schulde euch was. Ja, ja, ich erledige das alles schon. Guck mal, wie schnell der hier rausgesprintet ist. Ich habe das gar nicht gesehen, das muss Flash gewesen sein. Aber gut, mit den ganzen Drogen-Intus ist es auch nicht sonderlich verwunderlich. Muss ein Supersoldat geworden sein. So, jetzt erstmal schön, zack, ins Ohr geschoben, das Ding. Den kleinen Wurm. Und dann gleich wieder raus. Zu, wohin? Zur Gasse. Nee, Gasse nicht. Zur doppelten Verneinung müssen wir hin, ne? Ich glaube schon, ich guck mal kurz auf die Karte. Auf die Kadde mit Doppel-D. Erstmal natürlich raus wieder. Ich habe mein Bier getrunken, ich habe ein bisschen Dampf abgelassen, ich würde mal sagen, jetzt wieder ein bisschen Zeit zum Arbeiten. So, wo müssen wir hin? Da drüben, Leitung beschädigen, Geschütze anmachen und Spice säubern. Ein paar Wohnmobile müssen wir kaputt machen. Ein paar Spice-Wohnmobile. Ach, Spice sind generell die Drogen. Ich dachte, Spice wäre nur eine bestimmte Drogenart. The more you know, würde ich mal sagen. Ich dachte wirklich immer, Spice würde einfach nur eine bestimmte Drogenart bezeichnen, so wie es eben Real eine Drogenart bezeichnet. Aber offensichtlich ist Spice das gesamte Komplex des Drogenmissbrauches. Interessant. Habe ich mich sowieso schon öfter gefragt, warum im gesamten Star Wars Universum es keinen einzigen Film gibt, oder zumindest keinen, den ich jetzt kenne, der darauf ausgelegt ist, dass eben... Ach, ihr wollt kämpfen? Ach so. Also dieses ganze Drogenmilieu und sowas alles auf Nar Shaddaa irgendwie behandelt. Generell, ich glaube, ist überhaupt irgendeiner von den Filmen generell irgendwann mal in Nar Shaddaa gewesen? Ich weiß es nicht. Stelle ich mir zumindest relativ cool vor, wenn das irgendwann mal so wäre. Sag mal, wie viele kommen denn da noch? Spawnen die hier unendlich? Und ich muss die einfach nur alle... Muss jetzt hier einfach nur weggehen? Ich weiß es nicht. Aber ich krieg zumindest Bonuserfahrung. Das ist ganz gut. Ich weiß es nicht. Ich kämpfe nur. Ich hau nur drauf. Transzendenz! So. Aber generell, ich find's halt ganz cool, wenn es mal so eine Geschichte geben würde, die einfach mal nicht sich um Republik versus Imperium kümmern würde, sondern einfach mal so ein bisschen was Off-Topic-mäßiges, ne? Fände ich ganz cool. Aber das wird es wahrscheinlich niemals geben, weil das wäre ja viel zu einfach. Und es wäre ja wahrscheinlich viel zu interessant und das würde wahrscheinlich die Masse auch nicht so wirklich interessieren, glaube ich. Leider würde sie das nicht. Aber ich würde es mir sowas ganz, ganz interessant vorstellen. So eine Art, nicht unbedingt so eine Art Breaking Bad auf Nar Shaddaa, sondern einfach... Ja, auch muss auch nicht unbedingt was mit dem Spice-Handel zu tun haben oder sowas in die Richtung, sondern einfach generell so ein bisschen was anderes halt, ne? Weil das Star Wars-Universum, das bietet halt unglaublich viel. Und da kann man auch sich mal an solchen Sachen ein wenig vergreifen, möchte ich mal behaupten, ne? Weil ich meine, es gibt so viele verschiedene Planeten hier generell in den ganzen Spielen, allein hier in dem MMO Star Wars The Old Republic. Ich meine ja nur, man kann sich wirklich an vielen Sachen bedienen in Star Wars und eigentlich ist jeder Film, wenn man mal ganz gemein ist, besteht er eigentlich immer aus dem gleichen Plot. Muss man doch ehrlich mal gesagt so gestehen. An sich ist es immer so, irgendwie ist die Republik wieder am Arsch und dann kommt irgendeine heldenhafte Crew und rettet die Galaxis, so nach dem Motto. Und das ist irgendwie immer das Gleiche, ne? Ich meine, das wäre ganz schön, wenn es mal ein bisschen Alternative geben würde. Aber nur so viel dazu. So viel von meiner bescheidenen Meinung. Jetzt habe ich mich vor allem bei Star Wars 7, das Erwachen der Macht, habe ich mich nicht unbedingt darüber geärgert. Ich meine, das ist natürlich deren gutes Recht, einfach nur das so weiterzuführen, wie sie es eben schon immer gemacht haben. Mache ich das jetzt kaputt? Ich bin eingefroren. Ah, jetzt. So.
Was mache ich hier? Wer bin ich? Usain Bolt? Was zur Hölle? Laufe ich jetzt die ganze Zeit so rum? Das wäre ziemlich witzig. Ich laufe jetzt mal so ein bisschen hier rum. Kann ich auch damit Auto fahren? Tatsächlich. Aber jetzt macht das nicht mehr, schade. Oh Mann, das war schön. Dies war schön. So, da drüben sind noch ein paar Spice-Kollegen. Die holen wir uns natürlich auch liebend gerne mit. So. Das fand ich halt, wie gesagt, als ich Star Wars 7 geguckt habe, das war natürlich Nostalgie pur. Also sie haben das schon recht ganz schlau gemacht. Hätte mich aber auch stark gewundert, hätten sie ja irgendwie was raus... Also hätten sie es irgendwie geändert, weil ich meine, never change a running system und so. Aber allein dadurch, dass natürlich jetzt auch George Lucas raus war, etc., da hätten sie einfach mal so ein bisschen was Eigenes machen können. Aber sie hätte vielleicht nicht so an den Kassen geklingelt im Endeffekt. Hätte sich vielleicht nicht so ganz gelohnt. Aber wäre halt ganz cool gewesen, wenn es mal so ein bisschen was Experimentelleres geworden wäre. Aber so viel zum Off-Topic-Talk. Muss ja auch mal manchmal sein. So, hier drüben nochmal kurz die Spice-Kollegen ein bisschen wegschnetzeln. So, so und Schlitzidibu. Alter, wie verbuggt ist denn das bitte? Hallo? Okay. Ich weiß nicht, ob die Quest verbuggt ist oder ob das wirklich gewollt ist. Also das hier kann ja auf keinen Fall gewollt sein. Außer man soll durchgängig diese Heldenpose machen. So nach dem Motto, nein, spring nicht! Anakin, es ist doch so viel Schönes im Leben! Ich bin auch nicht dein Vater! Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich bin ein Android. So. Und noch eine Runde Leute klatschen. Ich springe, glaube ich, jetzt mal direkt zu den Leuten hin, die wichtig sind. Hallo? So. Der Sieber. Wieso nicht der Achter? Ich weiß es nicht. So, das kaputt machen. Unterbrochen? Warum wird es ständig unterbrochen? Werde ich dadurch irgendwie immer abhängig von dieser Droge? Nehme ich mir da immer, wenn ich die kaputt machen möchte, noch so eine rein? Schlucke ich dann auch erstmal so eine Tablette, bevor ich das kaputt mache? Wahrscheinlich. Würde ich meinem Charakter zutrauen. So, zu Malahan müssen wir zurück können. Das können wir aber auch später machen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal hier zur Leitung. Denn ich habe eine lange und... Oh, voll durchgelaufen und die haben mich nicht gesehen. Sehr gut. Und mach die kaputt. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Plan, den es sich zu überdenken lohnt. Aber ich meine, eine Leitung kaputt zu machen, könnte zwar die gesamte Infrastruktur vollkommen in den Bach runterziehen, aber egal. Ich habe einen einfachen Auftrag bekommen und ich bin ein einfacher Mann. Dementsprechend werde ich auch diesen einfachen Auftrag ganz einfach erfüllen. Ich wurde nicht bezahlt zum Denken. Ich bin ein Söldner. So. Guck mal, der Druide dance eine Runde. Da dance ich auch mal eine Runde für ihn mit dem Klingentanz. So, wacka. Och Mann. Du Saukerl! Wieso müssen die dann immer weghauen? Das ist echt ungebührlich, möchte ich behaupten. Das ziemt sich nicht. So, bis Least Lieferung kaputt machen. Okay. Einfach nur zerstören. Das Spiel besteht nur aus zwei Sachen. Entweder zerstören oder aufsammeln. Mehr gibt es hier nicht. Es gibt keine Diplomatie. Es gibt immer nur, ich mach dich kaputt. Ich mach dich Krankenhaus. Ich sammle dich ein. Ich möchte mich nicht beschweren, ich mag das Spiel gerne. Und es ist halt einfach klassische MMO-Magie-Manier. Aber wenn man mal so die Fakten... Wenn man mal die Fakten so ein bisschen durchrechnet, dann merkt man, da ist nicht viel übrig. Man macht eigentlich die ganze Zeit nur kaputt. Nimmt Sachen auf. Ich finde das... Es macht mir Spaß. Ich mag das MMO-Konzept total gerne. Aber es ist ja nun mal ein bisschen eintönig auf Dauer, ne? Oh, ein Ei. Kann ich das mitnehmen? Nee, natürlich nicht. Okay, dann muss ich mal kurz... Ich glaube, wir beenden den Part heute, wie wir ihn angefangen haben, mit einem Telefon... Anruf. Moment, ich muss mal... Also, Sekunde, kurz das Handy rausholen. So, und... Ach, guten Tag, wer ist da? Feels like Gaming hier. Ein Gebäude im Sektor wurde weiterhin konstant mit Energie versorgt, als ihr die Energieleitungen gestört habt. Das muss das Hauptlabor sein. Ich übertrage die Koordinaten. Wir haben keine Ahnung, was euch, abgesehen von Agent Galen und den Testsubjekten dort drin erwartet. Wie wollt ihr vorgehen? Möchtest du mir gerade sagen, dass ich ungefähr einen kompletten Block die Stromversorgung abgezogen habe, nur damit du ein Haus rausfinden kannst? Ich meine, das ist wahrscheinlich total wichtig, weil das total die riesige kriminelle Organisation ist und dementsprechend wahrscheinlich sowieso hier niemals Frieden einkehren kann. Aber ganz ehrlich, das ist schon ein ziemlicher Dick-Move. Jeder Imperiale dort drin wird sterben. Dafür werde ich sorgen.
Mit etwas Glück erwischt ihr den Feind unvorbereitet. Euch erwartet ein heftiger Kampf. Auf in den Tod. Kontaktiert mich, wenn es vollbracht ist. Rikan Ende. Die gute Kira, die versprüht immer so eine unglaubliche Positivität hier. Das ist einfach richtig, richtig schön, mit ihr rumzulaufen. Auf in den Tod. Ich bin Angela Merkel, manchmal zumindest. Angela Merkel in Jung. Okay, ich würde aber sagen, das wäre es dann für heute gewesen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.